In diesem Video geht es bei mir um den Bau und die Morphologie von Sprossachse und Blatt. Die Pflanze ist prinzipiell in drei Abschnitte gegliedert, also in die Wurzel, in die Sprossachse und in das Blatt. Und je nachdem, an welcher Stelle das Blatt an der Sprossachse sitzt, beziehungsweise wie weit entwickelt es ist, hat es unterschiedliche Bezeichnungen. Ich beginne jetzt mit der Beschriftung der Pflanze von unten nach oben. Und zwar haben wir hier die Wurzeln. Und die ersten Blätter, die man hier erkennen kann, sind die Keimblätter bzw. Kotyledonen. Wenn hier zwei Keimblätter vorhanden sind, spricht man von dikotylen Pflanzen, beziehungsweise wenn nur ein Keimblatt vorhanden ist, spricht man von monokotylen Pflanzen. Und der Bereich zwischen diesen Keimblättern und der Wurzelansatzstelle, also dieser Bereich, wird als hypokotyl bezeichnet. Der Bereich nach den Keimblättern und vor den ersten Folgeblättern bezeichnet man als Epikotyl. Das ist dieser Bereich hier. Das erste Folgeblatt, das man hier erkennen kann, bezeichnet man als Niederblatt. Der Grund ist, es sieht hier etwas schuppenförmig aus und man erkennt, dass das nur das Unterblatt entwickelt ist. Also das Oberblatt, der Blattstiel und die Blattspreite fehlen hier komplett. Nach dem Niederblatt haben wir hier ein Übergangsblatt. Der Grund dafür ist, es ist bereits voll entwickelt, also hat Oberblatt und Unterblatt, aber es ist noch nicht so groß wie die darauf folgenden Laubblätter. Wenn sich an der Sprossachse noch ein Seitentrieb abzweigt, hier befindet sich dann das Laubblatt. Dann wird dieses Laubblatt oft auch als Tragblatt bezeichnet. Nach den Laubblättern erkennt man hier wieder ein Übergangsblatt, das wieder kleiner ist. Über dem Übergangsblatt erkennen wir wieder ein schuppenartig geformtes Blatt. Das wird jetzt aber nicht als Niederblatt bezeichnet, sondern einfach als Hochblatt. Es ist aber prinzipiell das gleiche, also hat auch kein Oberblatt, sondern es ist nur das Unterblatt entwickelt. Ebenso dieses Blatt wird als Hochblatt bezeichnet. Und die Sprossachse endet dann mit einem sogenannten Rezeptakulum. Das ist dieser kugelige Kreis hier. Das ist praktisch die Blütenstandsachse. Hier entspringen dann die Blütenblätter. Und die Blüte besteht in diesem Fall aus Kelchblättern. Die sind hier noch grün. Dann haben wir hier die rot angefärbten Kronblätter. In der Mitte befindet sich das Gynözium.
der weibliche Teil praktisch der Blüte. Und links und rechts davon befinden sich die Staubblätter, die männlichen Erbanlagen. Was die Niederblätter und Hochblätter auszeichnet, ist, dass sie sehr oft nicht grün sind und sie können entweder schuppenartig, wie es hier der Fall ist, oder auch paarig auftreten bzw. verdickt und verspeichern, wie es wir beim Knoblauch haben. Zuletzt möchte ich noch kurz auf Nodium und Internodium eingehen. Also wenn wir hier die Sprossachse haben, das erste Blatt, und das zweite Blatt hier, dann ist hier die erste Blattansatzstelle, also das Nodium. Und auch hier das Nodium. Und der Bereich zwischen den zwei Nodien wird als Internodium bezeichnet. Das war es jetzt im Großen und Ganzen zum Bau der Pflanze und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!